Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. US-Präsident Joe Biden hat sich vorsichtig optimistisch geäußert, dass man eine Lösung finden werde für die von der Hamas verschleppten Geiseln. Man arbeite permanent daran, hieß es aus dem Weißen Haus, und sei einer Einigung näher als je zuvor. Das weckt Hoffnungen bei den Angehörigen, deren Verzweiflung und Wut täglich wächst. Wut auch auf die israelische Regierung. Benjamin Netanyahu steht auch innenpolitisch gewaltig unter Druck. Dominik Lessmeister berichtet aus Tel Aviv. Sie sind gekommen, um mit Benjamin Netanyahu zu sprechen. Die Angehörigen der Geiseln wollen von Israels Ministerpräsidenten heute Abend wissen, ob sich was tut, ob es eine Bewegung gibt in der Geiselfrage. Wir haben Fragen und verdienen Antworten auf diese. Bringt sie nach Hause, jetzt, rufen sie am Weltkindertag vor der Vertretung der UNICEF in Tel Aviv. Die Angehörigen von 40 Kindern und Jugendlichen, die von der Hamas entführt wurden. Auch Yoni Ascher bangt um seine Familie, seine zwei kleinen Töchter, seine Frau und seine Schwiegermutter, allesamt auch deutsche Staatsbürger, sind Geiseln der Hamas. Mein eigenes Wohlbefinden ist mir im Moment nicht wichtig. Ich will nur meine Familie zurück. Ich würde dafür mein Leben geben. Die Familien der Geiseln kämpfen an mehreren Fronten. Gerade jetzt will eine rechtsextreme Regierungspartei ein Gesetz voranbringen, das die Todesstrafe für Terroristen erleichtern soll. Gerade jetzt können das die Angehörigen nicht gebrauchen. Wenn das diese Psychopathen verwenden, um den Geiseln Schaden zuzufügen, dann ist deren Blut an deinen Händen. Kinder, Familien, sie leiden auf beiden Seiten. Diese frühgeborenen Babys waren bis vor kurzem noch im umkämpften Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt. Nun werden sie nach Ägypten in Sicherheit gebracht. Wir mussten das Kind im Brutkasten zurücklassen, als wir in den Süden flüchteten. Wir dachten, das Baby ist dort in Sicherheit. Dass das Krankenhaus angegriffen würde, kam für uns als Schock. Doch Krankenhäuser sind in diesem Krieg keine sicheren Orte. Israels Armee veröffentlicht Aufnahmen, die beweisen sollen, dass mehrere der Geiseln zeitweise in das Al-Shifa-Krankenhaus in Gazastreifen gebracht worden waren. Hamas hat unsere Geiseln ins Shifa-Hospital verschleppt und ermordet. Hamas hat Terrortunnel unter dem Krankenhaus errichtet. Israelische Truppen rücken derweil weiter in Gazastadt vor. Dabei soll es nach palästinensischen Angaben auch zum Beschuss einer von Indonesien finanzierten Klinik mit 12 Toten gekommen sein. Unabhängig überprüfen lassen sich die Zahlen nicht. Sirenenalarm am Abend auch wieder in Tel Aviv. Raketenabwehr über der Stadt. Menschen bringen sich in Bunkern in Sicherheit. Wenig Anzeichen für eine Feuerpause auf beiden Seiten. Dann schalten wir noch zu unserem Korrespondenten Michael Beberunge in Tel Aviv. Michael, es gab ja Vermutungen, dass es sogar heute Abend schon eine längere Kampfpause geben könnte. Was hatte es denn mit den Berichten darüber auf sich? Ja, wenn sogar der amerikanische Präsident sich in vorauseilendem Optimismus äußert, dann sollte man denken, dass sich auch die israelische Regierung anschließt. Aber das ist, wie schon so oft in diesem Krieg, nicht so. Im Gegenteil, skeptische Töne aus der Regierung. Und wie wir in dem Beitrag gesehen haben, da tobt ein Streit zwischen den Hardlinern und den Kompromissbereiten. Und das könnte sich natürlich auch auf die Geiselverhandlungen auswirken. Was jetzt letztendlich der Knackpunkt ist an den vielen Details, die bisher veröffentlicht wurden, das ist schwer zu sagen. Ich denke, dass sicherlich eine große Rolle die Länge der Waffenpause spielen wird. 5 Tage sind im Gespräch. Das ist sehr viel Zeit für die Hamas, sich zu reorganisieren. Das sehen viele in der Regierung skeptisch. Also bei allem Optimismus, der im Moment verbreitet wird, und ich denke auch, es wird diesen Geiseldeal irgendwann geben, noch gibt es keine Aussicht, dass er tatsächlich vollzogen wird. Hat Israels Verteidigungsminister außerdem eine Ausweitung des Krieges in den Süden des Gazastreifens angekündigt. Wie passt das denn dazu, dass man ja die Zivilbevölkerung aufforderte, sich in eben diesem Süden in Sicherheit zu bringen?
Also zunächst mal, ich glaube, niemand sollte an der Entschlossenheit der Regierung zweifeln, diesen Kampf gegen die Hamas auch im Süden zu Ende zu bringen. Im Moment ist man noch im Norden wohl sehr erfolgreich, aber dort, so nach jüngsten Angaben, ist vielleicht nur ein Drittel der Hamas-Kämpfer von etwa 30.000, die Zahl wird genannt. Wenn der Rest im Süden ist, dann wird das ein nochmal deutlich schwieriger Kampf, denn aus Sicht der Hamas ist das der Endkampf. Es gibt kein Entkommen, sondern nur Ergeben. Und das bei etwa 2 Millionen Menschen, die sich inzwischen da unten aushalten, wie das gehen soll, wo die sich hinbegeben sollen, das bleibt bis jetzt das Geheimnis der israelischen Regierung. Bis jetzt sind ja auch keine Vorkehrungen getroffen worden, wo diese Menschen hingehen sollen. Ein großes Zeltlager und der Art ist in dieser Größenordnung jedenfalls nicht abzusehen. Also wie dieser Kampf dann aussehen wird, das mag sich bisher noch keiner vorstellen. Ja, danke Michael nach Tel Aviv. Dass der Nahostkonflikt auch jenseits des aktuellen Krieges weltweit polarisiert, viel mehr als andere Konflikte und Kriege, das ist nicht neu. Aber die Wucht, mit der das in den letzten Wochen sichtbar wurde, hat dann doch viele überrascht. Dazu gehört auch, dass dabei ein Ausmaß an Antisemitismus und auch antiwestlichen Ressentiments freigelegt wurde, über das man in der Vergangenheit vielleicht lieber hinwegsah. Und vielleicht auch gar nicht so genau wissen wollte, was in einigen Moscheen hierzulande gepredigt wird. Oder wie viel Einfluss die türkische Regierung darauf hat. Der türkisch-islamischen DİTİB, dem größten Moscheeverband, kommt dabei besondere Bedeutung zu. Zumal gerade erst der Auftritt eines Taliban in Köln für Aufregung sorgt. Kamran Safiyarian berichtet. Die DİTİB-Moschee in Köln-Chorweiler. Hier tritt vor wenigen Tagen Abdulbari Omar auf, ein hochrangiger Taliban. Der Leiter der afghanischen Lebensmittel- und Arzneibehörde soll zuvor an einer WHO-Konferenz in den Niederlanden teilgenommen haben. Wie kann ein Vertreter dieses Regimes öffentlich in Deutschland auftreten? Die Bundesinnenministerin sucht Antworten. Er hatte ja ein gültiges Schengen-Visum aus einem Nachbarstaat, die jetzt überprüfen, wie das möglich war. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir dort Aufklärung bekommen, weil ansonsten kann es ja unseren Behörden nicht auffallen, wenn dort gültige Schengen-Visa sind. Ich erwarte auch von DİTİB Aufklärung darüber, wie das zustande kommen konnte, dass er diese Räumlichkeiten nutzen durfte. Die DİTİB in Erklärungsnot. Der Verband zeigt sich schockiert. Ein Kulturverein habe eine als religiös angekündigte Veranstaltung organisiert und dabei Vertragsbruch begangen. In einer Pressemitteilung heißt es, die DİTİB lehnt jede auch nur geistige Nähe zur Taliban oder anderen Extremisten ab. Bei dem Auftritt seien bisher keine strafrechtlich relevanten Äußerungen gefallen, so NRW-Innenminister Reul heute nach einem Treffen mit der DİTİB. Solange die Bundesregierung und der NRW-Bundesanwalt die Taliban nicht klar als Terrororganisation festschreiben und mit einem Betätigungsverbot belegen und alle Mitglieder des Taliban-Administration auf diese Sanktionssätze, zum Beispiel der EU, setzen, könnte ein solcher Auftritt bei uns immer wieder passieren, es nicht zu verhindern. Die DİTİB im Fokus. Der Islamverband untersteht der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Seit Wochen hetzt ihr Leiter aus Ankara gegen Israel. Israel sei ein Dolch im Herzen der islamischen Welt, begehe in Gaza Völkermord, so Ali Erbasch. Wie kommt das bei Muslimen in Deutschland an? Beim Freitagsgebet der DİTİB-Moschee am Berliner Kolumbiadamm klingt das so. Ab wie viel toten Zivilisten wird Israel die Invasion stoppen und sagen, jetzt haben wir unser Ziel erreicht? Diese Frage muss man sich stellen. In der Mainzer DİTİB-Moschee kommen die antisemitischen Töne aus Ankara so an. Das stimmt auch, so wie er es gesagt hat. Das ist ein Völkermord, das kann man gar nicht abstreiten. Das ist auch ein Kriegsverbrechen. Die Kölner Zentralmoschee der DİTİB. Mit knapp 1000 Moscheegemeinden ist die DİTİB der größte Islamverband in Deutschland. Ihre Imame sind türkische Staatsbeamte, aus Ankara importiert. Wird dadurch auch Antisemitismus in deutschen Moscheen verbreitet? Ja, sagt ein Mitglied der Deutschen Islamkonferenz. Wir hatten ja in der jüngsten Vergangenheit immer wieder antisemitische Äußerungen von Imamen, auch innerhalb der DİTİB. Also das ist ja kein neues Thema. Antisemitismus war immer ein Thema, ein muslimischer Antisemitismus auch in deutschen Moscheen. Und leider hat bisher nie eine wirklich tiefergehende Auseinandersetzung mit dieser Form des Antisemitismus stattgefunden. Wir konfrontieren die DİTİB mit diesen Vorwürfen. Ein Interview kommt nicht zustande. Bis heute ist die DİTİB in vielen Bundesländern Ansprechpartner für die Politik
CDU-Chef Merz fordert Konsequenzen. Wir müssen von diesen Verbänden erwarten, wenn sie Gesprächspartner der Politik bleiben wollen, dass sie sich ohne Wenn und Aber zum Existenzrecht des Staates Israel bekennen und dass sie ohne Wenn und Aber die Religionsfreiheit in unserem Lande akzeptieren. Die DITIB wirkt bisher beim islamischen Religionsunterricht in Hessen, im Saarland, in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen mit. Was, wenn hier Antisemitismus einfließt? Die Grünpolitikerin Lamia Kador hat früher selbst Islamunterricht gegeben. Wir müssen darüber sprechen, was mit dem islamischen Religionsunterricht ist. Ob jetzt, weiß ich nicht, israelbezogener Antisemitismus plötzlich sagbar ist, das darf er auf keinen Fall, auch nicht im Rahmen des islamischen Religionsunterrichts werden. Und deshalb würde ich meinen, sollte auch die Deutsche Islamkonferenz dieses Thema sehr intensiv behandeln. Nordrhein-Westfalen hat jetzt angekündigt, seine Zusammenarbeit mit der DITIB beim islamischen Religionsunterricht zu prüfen. Jetzt geht es erstmal mit Nachrichten weiter. Heinz, zunächst mit der Debatte über den Bundeshaushalt. Ja, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt ist weiter offen, wie die Regierungskoalition die Finanzlücke schließen will. SPD und Grüne lehnten es erneut ab, dabei auf Einsparungen etwa im Sozialbereich zu setzen. Unklar ist auch noch, wie groß die Finanzlücke am Ende tatsächlich wird. Denn allein beim Klima- und Transformationsfonds könnte neben den nun gestrichenen 60 Milliarden Euro auch schon eine frühere Bereitstellung betroffen sein, 26 Milliarden aus 2020. Und zudem Gelder des Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Allein dieses Jahr flossen daraus schon jetzt mehr als 31 Milliarden. Auf dem Afrika-Gipfel im Rahmen der G20-Initiative Compact with Africa hat sich Deutschland den Staaten Afrikas als verlässlicher Partner angeboten. Das Potenzial Afrikas sei riesig, zum Beispiel bei nachhaltiger Energieversorgung, so Bundeskanzler Scholz, der auch mehr Investitionen der deutschen Wirtschaft erwartete. So will Berlin die EU-Afrika-Initiative für grüne Energie bis 2030 mit 4 Milliarden Euro unterstützen. An dem Gipfel beteiligten sich 13 afrikanische Staaten mit dem Ziel, Investitionen in diese Länder zu stärken. Die US-Regierung hat der Ukraine ein neues Rüstungspaket im Wert von 100 Millionen US-Dollar und erneut langfristige Unterstützung zugesagt. Verteidigungsminister Austin versicherte Präsident Zelensky bei einem Besuch in Kiew, die Vereinigten Staaten würden weiterhin an der Seite der Ukraine stehen, in deren Kampf für Freiheit gegen die russischen Aggressoren, heute und in der Zukunft. Allerdings gibt es im US-Kongress zunehmend Vorbehalte gegen die Unterstützung der Ukraine. Ein 18-Jähriger aus Hessen ist in Untersuchungshaft wegen des Verdachts, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Laut Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt hat er nach den bisherigen Ermittlungen eine antisemitische sowie rechtsextremistische Grundeinstellung. Er habe in einschlägigen Foren mehrfach gedroht, für seine Ziele Menschen töten zu wollen. In einem der größten Mafia-Prozesse Italiens sind rund 200 Angeklagte verurteilt worden. Das Gericht im Süden des Landes verhängte Haftstrafen von einigen Monaten bis zu 30 Jahren. Schuldig gesprochen wurden neben Anführern und Mitgliedern der kalabrischen Verbrecherorganisation 'Ndrangheta auch deren Helfer bei der Polizei sowie in der Politik und Verwaltung. Die Anklagepunkte reichten von Drogenhandel bis hin zu Erpressung und Mordversuch. Bei Missbrauch unterm Dach der Kirche lag der kritische Fokus bislang ja eher auf der katholischen Kirche, zumal sich deren Bischöfe sichtlich schwer damit tun, persönliche Verantwortung zu übernehmen. So gesehen ist es bemerkenswert, in welcher Geschwindigkeit jetzt die höchste Repräsentantin der evangelischen Kirche, Annette Kurschus, zurückgetreten ist. Auch wenn der Ratsvorsitzenden der EKD anzumerken ist, dass sie persönlich es ungerecht empfindet, diese Konsequenz ziehen zu müssen. Für die evangelische Kirche ist das jedenfalls eine schwere Erschütterung. Und sie wird wohl nicht die letzte bleiben. Im Januar wird es ein umfängliches Gutachten zum Ausmaß sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche geben. Dominik Müller-Roussel über den Rücktritt und seine Hintergründe. Zur Chefinnensache hatte Annette Kurschus die Aufarbeitung der Missbrauchsskandale in der evangelischen Kirche erklärt. Heute stolpert sie über genau solch einen Skandal, nach einer Woche immer heftigerer Vorwürfe. Inzwischen hat sich die Lage derart zugespitzt, dass es für mich nur eine Konsequenz gibt, um Schaden von meiner Kirche abzuwenden.
Ich trete von beiden kirchlichen Leitungsämtern zurück. In der Sache bin ich mit mir im Reinen. Ich habe zu jeder Zeit nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Zwei eidesstattliche Erklärungen stehen dem gegenüber. Zwei Männer haben der Siegener Zeitung geschildert, Annette Kurschus bereits in den 90er Jahren, zu ihrer Zeit als Pfarrerin in Siegen, auf Missbrauchsvorwürfe gegen einen Kirchenmitarbeiter hingewiesen zu haben. Dieser Mitarbeiter habe seine Stellung ausgenutzt, um Jugendliche und junge Männer zu sexuellen Handlungen zu drängen. Kurschus war mit diesem Mitarbeiter befreundet. Bis zuletzt gab sie dagegen an, sich zwar an ein Gespräch über den Mitarbeiter zu erinnern, von den Missbrauchsvorwürfen aber erst dieses Jahr erfahren zu haben. Der Leiter der Lokalredaktion der Siegener Zeitung steht im engen Austausch mit den Menschen, die die Vorwürfe gegen Kurschus erheben. Es gibt Reaktionen von Seiten der Betroffenen, aber man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwo Freude, Erleichterung oder sonst was vorherrscht, sondern man zollt ihr Respekt für diese Entscheidung, für eine konsequente Entscheidung. Wie glaubwürdig kann jemand aufklären, der selbst beschuldigt wird, vertuscht zu haben? Auch Betroffene von sexualisierter Gewalt im Beteiligungsforum der Evangelischen Kirche hatten auf den Rücktritt gedrängt. Im Sinne der Betroffenen ist der Schritt wichtig und richtig, den Frau Dr. Kurschus gegangen ist. Und jetzt geht es darum, dass wir wieder weiter ohne Störungen im Beteiligungsforum sexualisierter Gewalt arbeiten können. Das verspricht die neue kommissarische Ratsvorsitzende, die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs, am Nachmittag. Der Rücktritt sei ja gerade ein Zeichen, dass die Evangelische Kirche Missbrauchsvorwürfe ehrlich aufarbeiten wolle. Konsequent, klar und zwar auch völlig selbstkritisch. Das ist das, was ich glaube, dass durch ihren Rücktritt da noch mal neu ein Blick drauf gesetzt wurde. Doch es gibt heute auch weitaus weniger optimistische Einschätzungen, wozu die Evangelische Kirche überhaupt in der Lage sei. Es ist in meinen Augen schon bezeichnend, dass es wieder einen Fall brauchte, wo Betroffene sich an die Presse wenden, dann eine Öffentlichkeit hergestellt wird, um dann Aufklärung, Aufdeckung und Transparenz zu erreichen. Und dass in einer solchen Konstellation dann eine Kirchenverantwortliche aufgrund des öffentlichen Drucks sagt, sie muss jetzt gehen. Mir ist es wichtig, dass wir verbindliche Standards für solche Aufdeckung und Aufklärung haben, auch und gerade für die Betroffenen. Und an diesen Strukturen fehlt es im Moment der Evangelischen Kirche. Fast 20 Millionen Protestanten leben in Deutschland. Nun wird es darum gehen, wieder Vertrauen herzustellen. Argentinien hat einen neuen Präsidenten, der nicht nur wegen seiner auffälligen Frisur mit Donald Trump verglichen wird, sondern auch wegen seiner populistischen Heilsversprechen und dem Personenkult, den seine Anhänger pflegen. Mit Javier Milei wird nun ein Politiker die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas regieren, der sich selbst als Anarchokapitalist bezeichnet. Früher nannte man das Turbokapitalismus, heute heißt es eher wirtschaftslibertär. Der Grundgedanke ist der gleiche: Jeder sei seines Glückes Schmied und der Staat soll sich raushalten. Für Argentiniens linke Peronisten ist der Wahlausgang natürlich ein Desaster. Oder wie ihre berühmte Präsidentengattin Evita Perón einst sang, "Don't cry for me, Argentina." Christoph Röckerath berichtet. Am Morgen danach kennen die Zeitungen in Buenos Aires nur eine Geschichte. Den zumindest in dieser Deutlichkeit unerwarteten Sieg von Javier Milei. Für den Wahlverlierer Sergio Massa ist erst weiter hinten in den Blättern Platz. Und vor dem Kiosk treffen wir die, die gestern nicht feiern waren und trotzdem in Katerstimmung sind. Schlecht, schlecht. Ein Schwachkopf wie der dürfte niemals Präsident werden. Wer wählt denn so einen? Sie alle hier zum Beispiel. In der Nacht erlebt Buenos Aires einen Jubel wie seit dem WM-Sieg nicht mehr. Einen radikalen politischen Neuanfang verspricht Wahlsieger Javier Milei, als er gemeinsam mit seiner Schwester, seiner engsten Vertrauten, auf die Bühne tritt. Von heute an ist Schluss mit dem Staat, der allmächtig ist, der Armut produziert und von dem nur wenige profitieren, während die Mehrheit der Argentinier leidet. Ab heute ist Schluss damit, dass die Politiker und ihre Freunde sich das Land aufteilen. Unsichtbar neben ihm stehen die eigentlichen Wahlgewinner, Wut und Frustration von Millionen Argentiniern. Seit Jahren leiden sie unter wachsender Inflation und Armut. Die Wahl Mileis ist Ausdruck eines vollständigen Vertrauensverlustes in die etablierte Politik.
Wir brauchen einen Wandel. So wie bisher kann es unmöglich weitergehen. Wir haben ernsthaft ans Auswandern gedacht. Ich habe ihm meine Stimme gegeben, weil ich will, dass mein Sohn eine Zukunft hat. Ich glaube an ihn. Sie sagen, er ist verrückt, aber mir ist ein Verrückter lieber als jemand, der uns weiter beklaut. Milei will die Zentralbank abschaffen. Die Zentralbank klaut unser Geld. Die Kettensäge ist das Markenzeichen des studierten Ökonomen. Brachial wie seine Auftritte und das Versprechen, alles Bisherige zu Kleinholz zu verarbeiten. Mehr als die Hälfte der Ministerien will er abschaffen. Und wie er mit der Zentralbank umgehen will, zeigt er in diesem Wahlkampfspot. Auf ähnliche Art und Weise will er sich weite Teile des Sozialstaats vorknöpfen und parallel den Dollar als Währung einführen. Denen, die ihn nicht gewählt haben, macht das Angst. Ich weiß nicht, was mit unserem Land passieren wird, aber wenn Milei tut, was er angekündigt hat, wird das ein Desaster. Doch manche Beobachter wiegeln ab. Milei ginge es nur um Aufmerksamkeit, alles halb so wild. Das ist reine Wahlkampfrhetorik und Strategie, ohne tiefere Bedeutung. Es sind Werkzeuge, die funktionieren, um Stimmen zu gewinnen. Aber im Kern ist Milei schlicht ein Konservativer. Ein Konservativer, der als Quereinsteiger in die Politik kaum vernetzt ist, aber dringend Verbündete in den Institutionen und Parlamenten gewinnen muss, um seine Wahlversprechen umzusetzen. Gelingt ihm das nicht, könnten sich die von ihm beschworenen Kettensägen in den Köpfen eines Tages gegen ihn richten. Und mit dem Blick auf die deutsche Wirtschaft geht's jetzt bei dir weiter. An der Börse ist der Leitindex DAX mit einem leichten Verlust in die Woche gestartet. Besondere Aufmerksamkeit galt heute der Bayer-Aktie. Frank Bethmann, um welche Neuigkeiten ging es dabei? Ja, um schlechte, um sehr schlechte sogar. Das Bayer Ärger mit Glyphosat hat, ist nicht neu. Umstritten, ob der Unkrautvernichter krebserregend ist. Am Wochenende verlor man den vierten Prozess in Folge. Heute aber schlug noch etwas anderes ins Kontor, nämlich der überraschende Abbruch einer weit fortgeschrittenen Studie. Und zwar nicht für irgendein Mittel, sondern für ein Medikament gegen Thrombose und Vorhofflimmern. Eines, das als Perle in Bayers Pharma-Pipeline galt. Der Flop erweist sich als Schock. Die Bayer-Aktie stürzt ab, gleich um 18%. Einer der stärksten Kursstürze in der Konzerngeschichte. Der Pharma-Riese ganz offensichtlich angeschlagen. Bei Glyphosat belasten milliardenschwere Rechtsrisiken. Und jetzt floppt auch noch einer der größten, wenn nicht der größte Hoffnungsträger. Und was bedeutet das? Wie wird die Situation eingeschätzt? Ja, selten waren die Sorgen größer. Bayer hat hohe Schulden, ist also auf Forschungserfolge angewiesen. Da tut so eine geplatzte Hoffnung heute besonders weh. Investoren und Beschäftigte traf die Nachricht heute unvorbereitet. Und so ist zur Stunde auch völlig unklar, wie es mit dem Präparat weitergeht. Und im Übrigen auch, was das für die Belegschaft bedeutet. Weltweit beschäftigt Bayer über 100.000 Mitarbeiter, davon knapp 23.000 in Deutschland. Frank Bethmann, vielen Dank. Gerne. In Jena findet heute und morgen der 16. Digitalgipfel der Bundesregierung statt, unter dem Schwerpunktthema digitale Transformation in der Zeitenwende, nachhaltig, resilient, zukunftsorientiert. Rund 1000 Vertreter aus Politik und Wirtschaft beraten über die Digitalisierung in den verschiedensten Bereichen und auch über den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ausführlich dazu später im Heute-Journal-Update auch ein Interview mit einem KI-Experten. Nach der 2:3-Niederlage gegen die Türkei steht für die deutsche Fußballnationalmannschaft morgen das nächste Testspiel an, gegen Österreich. Zu sehen live im ZDF ab 20.15 Uhr. Zu den Vorbereitungen von Bundestrainer Nagelsmann auf das Spiel Stefan Bier. Drastische personelle Konsequenzen, wie es sie nach Niederlagen schon mal gibt, sind nicht zu erwarten. Der Bundestrainer richtet den Blick auf das Abschlusstraining und hofft auf einen guten Länderspieljahresabschluss. Ich coach gar nichts im Abschlusstraining, ich schaue nur zu, weil ich einfach sehen will, wie viel spricht der Spieler, wie sehen seine Augen aus, was ist das für ein Eindruck nochmal so. Wir werden auf jeden Fall nicht komplett andere Ordnung oder andere Dinge spielen, sondern Nuancen anpassen. Neben der Verhinderung von Gegentoren bietet sich die Chancenverwertung für die Anpassung von Nuancen an. Ein Sieg zu Null fehlt noch in der kurzen Ära Nagelsmann als Stimmungsaufheller nach der Türkei-Niederlage daheim.
Es gab ja Zeiten, da war im Fußball dann wenigstens auf die Frauen Verlass. Das ist nun bekanntlich auch nicht mehr so. Auch die Frauennationalmannschaft hatte ja ihr WM-Debakel und ein Trainerinnen-Drama. Martina Voss-Tecklenburg war danach regelrecht abgetaucht. Es gab Verwerfungen mit dem DFB. Anfang des Monats wurde ihr Vertrag vorzeitig aufgelöst. Nun hat sich die Ex-Bundestrainerin im ZDF erstmals öffentlich geäußert und das ziemlich schonungslos. Schonungslos zu sich selbst. Es ist jedenfalls eher selten, dass Menschen, die öffentliche Spitzenpositionen bekleideten, so offen über ihr Seelenheil sprechen. Volker Grube berichtet. 3,5 Monate nach dem Vorrunden aus kann Martina Voss-Tecklenburg endlich sprechen über diesen Moment ihrer größten sportlichen Niederlage und die Zeit danach. Über depressive Zustände und Panikattacken. Da sind Ängste, da ist eine Unsicherheit, da ist eine Leere in meinem Kopf. Eine Aufarbeitung der WM in Australien und Neuseeland mit allen Beteiligten wurde unmöglich für sie. Ich war nicht in der Lage, konstruktiv, vernünftig zu sprechen. Ich war nicht in der Lage, eine WM-Analyse zu machen. Ich war krank, war gestresst, war einfach innerlich leer, müde, kaputt, als ob dir jemand den Stecker zieht. Ich habe 6 Kilo abgenommen, habe 4 Wochen hier gelegen, konnte nichts machen, keine Menschen sehen, irgendwo raus, weil ich gar nicht in der Lage war, viel geweint. Ende Oktober meldet sie sich beim DFB als gesund, nimmt ihren Resturlaub und hält 2 öffentliche Vorträge. Dafür bekommt sie viel Kritik, auch von ihren Spielerinnen, die gehofft hatten, mit ihrer Trainerin das Geschehene besprechen zu können. Im Nachhinein muss ich sagen, Fehler. Ja. Es wäre besser gewesen, zumindest bestimmte Leute zu informieren. Ich habe den DFB informiert, dass das kommen kann und dass es natürlich auch öffentlich werden kann. Inzwischen hat Horst Rubesch die Verantwortung als Interimsbundestrainer übernommen. Voss-Tecklenburg will sich nicht einmischen, hält aber Kontakt zu einzelnen Spielerinnen. Ich schätze Horst. Ich weiß, wie er den Weg geht. Ich habe, wie gesagt, auch mehrfach die Botschaften gesendet. Ich wünsche euch alles Gute. Ich bin mit Herzen bei dieser Mannschaft. Nochmal, ich war mit Stolz Bundestrainerin. Ich habe alles, was ich geben konnte, nach bestem Wissen und Gewissen reingegeben. Inzwischen geht es ihr wieder gut. Martina Voss-Tecklenburg und der DFB haben den Vertrag aufgelöst. Doch mit Präsident Bernd Neuendorf möchte sie unbedingt noch einmal sprechen. Ich möchte nur auch da die Chance haben, Bernd Neuendorf ein paar Dinge von mir, wie es mir einfach auch ging und was mich auch berührt hat. Und das möchte ich einfach auf der privaten Ebene mit ihm im Gespräch auch noch mal erklären können. Ihre Zukunft, ob sie wieder als Trainerin arbeiten will, lässt sie offen. Das ganze Interview mit Martina Voss-Tecklenburg können Sie bei zdfheute.de sehen und natürlich auch in der ZDF-Heute-App. So viel von uns zum Heute-Journal. Gleich nach dem Wetter geht's mit dem Montagskino weiter. Und danach um 23.55 Uhr meldet sich Gundula Gause mit unserem Heute-Journal-Update. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Abend. Nachttemperaturen unter minus 30 Grad sind auch für den Norden Skandinaviens eher ungewöhnlich. Morgen liegen dort die Höchsttemperaturen um minus 15 Grad. So kalt ist es bei uns in Mitteleuropa natürlich nicht. Aber die Strömung dreht doch jetzt häufiger mal wieder auf nördliche Richtungen. Und dann kommt Schnee doch zumindest mal fast in Greifweite. Wir sehen hier das Tief Marco, das morgen weiter nach Osten zieht. Und das bringt auch ein bisschen Schnee mit. Sie sehen das in den östlichen Mittelgebirgen und auch an den Alpen. Erstmal aber bringt es Regen mit heute Nacht in der Mitte und auch im Süden Deutschlands. Die Regenfälle in Norddeutschland lassen mehr und mehr nach. Die Temperaturen sinken heute Nacht auf 8 bis 2 Grad und morgen bleibt es kühl mit 6 Grad, zum Beispiel am Alpenrand, in den östlichen Mittelgebirgen, in der Uckermark und an der Ostsee und 10 Grad am Rhein.
Das wird ein recht trüber Dienstag mit Regenfällen und dann später auch Schneefällen. Die Schneefallgrenze sinkt im Laufe des Tages auf 600 Meter in den östlichen Mittelgebirgen. Am Alpenrand liegt sie um 1000 Meter. Spätestens am Nachmittag kommt hier im Nordwesten auch schon mal die Sonne zum Vorschein bei einem Wind aus nördlichen Richtungen. Am Mittwoch kann es dann noch für einige Schneeschauer hier im östlichen Bayern reichen. Sonst gibt es nach Nebel häufig Sonnenschein, bevor dann es von Nordwesten schon wieder regnerisch und milder wird. Der Donnerstag wird stürmisch an der See und milde. Der Freitag regnerisch. Und wie Sie jetzt hier am Trend für Dresden sehen können, werden die Nächte auf Mittwoch und auf Donnerstag sehr frostig. Danach geht es kälter weiter als zuletzt und mit etwas Schnee. Guten Abend.